Servus Leute und willkommen zurück bei SimCity. Ah, fast. Wir sind nicht bei SimCity, wir sind bei City 6, zwar der 2012er Version. Was ihr im Hintergrund seht, ist ein Versuch einer Stadt, das ist eine Cheat-Stadt im Übrigen. Nicht wundern. Die habe ich in den letzten Tagen mal so ein bisschen zusammengezimmert, weil ich mal den Bock auf das Spiel hatte. Ich bin jetzt in dieser Stadt und fange noch keine neue an, aus einem gewissen Grund. Ich möchte nämlich noch ein paar Worte sagen, bevor ihr dieses Let's Play startet. Und zwar wird das wahrscheinlich nicht sonderlich lange. Das hat verschiedene Gründe. Und zwar muss ich von vornherein sagen, dieses Spiel ist zwar... Es ist weder besser noch schlechter als SimCity, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es ist anders. Und zwar ist dieses Spiel tatsächlich eine Simulation und tatsächlich ein vollwertiger City-Builder. Allerdings ist dieses Spiel so unheimlich schlecht programmiert, dass es höchstwahrscheinlich nach einer halben Stunde Spielzeit unspielbar wird. Die Sache ist die, das Spiel hat ein grundsätzliches Problem. Und zwar, wenn es nach einer Stunde im normalen Spiel ungefähr, ruckelt es so, dass es unspielbar wird. Dann muss man das komplette Spiel neu starten, dann geht's wieder einigermaßen. Je größer die Stadt wird, desto früher ruckelt es natürlich auch. Das ist der große Nachteil. Mit der Aufnahme wird es wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer werden. Allgemein ruckelt das Spiel extrem. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel viel zu sehr auf Simulation gesetzt hat und dabei tatsächlich die Technik ein bisschen zu kurz kam. Noch ein Problem ist natürlich, dass das Ding nur einen Kern unterstützt. Ich hab 4 Kerne in meinem Prozessor, 4 reale Kerne, und der unterstützt nur einen davon. Das ist natürlich super. Wobei das auch keinen Unterschied mehr machen würde, glaube ich. Ich würde euch auf jeden Fall nicht empfehlen, euch das Spiel zu kaufen, wenn ihr nicht ein absoluter City-Builder-Fan seid. Ich kann nochmal die Stadt hier... Die ist nicht sonderlich groß, das ist jetzt nur zu täuschen hier. Die ist nämlich da eigentlich nur so groß, weil ich die gerade angefangen habe. Ich habe jetzt die Grafik runterdrehen müssen. Normalerweise ist das Spiel ein bisschen hübscher. Aber es ruckelt dann extrem bei der Aufnahme. Im normalen Spiel geht's, aber so ruckelt es einfach. Nur seht ihr hier. Wenn ich näher rankomme, geht's wieder. Ich kann hier mal in die Stadt reinschauen. In der Postkartenansicht sieht recht hübsch aus. Ich kann auch nachts einstellen. Ist alles schön beleuchtet. Also grafisch, wenn das mit einem einigermaßen guten Rechner gespielt wird, auf jeden Fall in Ordnung. Ich habe jetzt nur bis hier weitergebaut. Weiter geht's gar nicht. Also die Stadt, ihr seht schon, wenn man hier so ein bisschen rauszoomt, die Map ist riesig. Im Gegensatz zu SimCity ist das eine Map, die sich Map nennen kann. Allerdings hat das Spiel natürlich viele andere Probleme. Hier hinten habe ich eine Autobahn gebaut. Das ist ein Mod. Das ist auch noch, was ich dazu sagen muss. Ich habe mein Spiel tot gemoddet. Es funktioniert noch. Und die meisten Mods funktionieren auch. Allerdings kann es natürlich immer wieder passieren, dass was nicht funktioniert, dass wieder was rumbuggt. Vor allem bei den Mods. Das ist jetzt hier eine deutsche Autobahn. Ich kann es euch einmal zeigen. Ich will euch jetzt mal ein bisschen in das Spiel noch einführen, bevor ich anfange. Hier das Straßenmenü. Hier sind auch ein paar so Mods, zum Beispiel die Harbor-Straße, die kann ich über Wasser platzieren. Das ist auch die, die ich hier vorne als Strandpromenade genommen habe. Dann gibt es hier noch so Schnellstraßen, das ist die hier. Die sind dann für innerstädtische Dinge geplant. Ich muss dazu sagen, das Interface sieht, wenn ihr das Spiel kauft, sieht einiges anders aus. Wie gesagt, ich habe es tot gemoddet. Ich habe den User-Interface-Mod von XLNation drauf. Da habe ich mal die meisten meiner Mods her. Die Seite verlinke ich euch aber auch nochmal unten. So Roads hier, wie zum Beispiel die mit den Tramlines, die ich hier in der Stadt großzügig verbaut habe, gibt es im Hauptspiel nicht. Also die hier. Moment. Die mit den Tramlines hier. Die funktionieren auch in der Theorie. Ich habe nur keine Tramstation, weil ich noch nicht hier gerade erst angefangen habe mit der Stadt sozusagen. Es gibt auch Parks und so Sachen. Sieht man ja hier. Die Tramlines gibt es nicht. Busse gibt's. Hier gibt es auch noch nichts, weil das im Mod noch nicht mit drin ist. Es gibt auch mit Bicycle Lines. Die gibt es auch noch nicht im Hauptspiel. Die Stadtverbindungen gibt es im Hauptspiel, also den großen Flughafen hier. Allerdings habe ich da ein bisschen variiert. Und habe mir da hier mit dem User Interface Mod so ein paar Mods installiert, mit denen ich den Flughafen mitten gebaut habe. Bin ich recht stolz drauf, sogar auf den Flughafen. Er ist zwar jetzt wahrscheinlich... Ich habe keine Ahnung, wie ein Flughafen in der Realität aussieht. Ich habe den einfach mal so nach gut Dünken gebaut. Finde ich ganz cool. Kann man also mit Mods durchaus machen, sowas. Ich werde euch bestimmt... Bitte fragt mich nicht nach einer Modliste, was ich installiert habe. Das sind, keine Ahnung, 100, 200 Mods, die ich da drin habe.
die kann ich euch nicht alle auflisten, beim besten Willen nicht. Und ich kann sie euch auch nicht zum Download stellen, weil ich nicht weiß, ob das den Modern passt. Ich setze euch auf jeden Fall die Seite XL Nation unten in die Beschreibung. Und da könnt ihr euch das durchstürmen. Das Installieren von Mods, da gibt es auch einige Tutorials. Das ist relativ einfach. Es ist auch recht gut gemacht eigentlich mit den Mods installieren. Die funktionieren auch einwandfrei, die meisten. Wenn was nicht funktioniert und das Spiel dann abstürzen sollte, also meistens lädt es dann gar nicht, wenn ein Mod nicht funktioniert, dann kann man den Mod einfach wieder löschen und dann funktioniert wieder alles. Problematisch wird es halt, wenn man hier, wie zum Beispiel diese Gebäude sind alle gemoddet. Es sind sehr viele Modgebäude hier drin. Also zum Beispiel auch, Moment, scheiß Fliege hier, wie die hier rumsummt. Die Gebäude hier, glaube ich, sind sogar allesamt im Hauptspiel mit drin, die hier an der Promenade stehen. Diese Gebäude sind zum Beispiel Modgebäude. Dieser Tower. Und dieses, glaube ich, hier sind alles Modgebäude. Also es sind sehr viele Modgebäude mit drin. Also wenn ihr das Spiel euch wirklich kaufen solltet, wenn ihr euch das wirklich antun wollt, werdet ihr wahrscheinlich sehr viel weniger Gebäude haben wie ich hier. Aber man kann es ja modden. Das geht. Also diese ganzen Gebäude gibt's. Ja, wie gesagt, der Flughafen ist ein Mod, da kann ich dann diese ganzen Dinger kann ich einzeln setzen und so Sachen. Runways. Habe ich ein paar Stunden dran gesessen an dem Flughafen, bin ich ganz zufrieden mit. Es gibt auch im Hauptspiel so Sachen wie U-Bahnhöfe gibt. Hallo? Oh, okay. Ich kann den. Ach, der ist. Sorry, ich muss da mal kurz cheats. Full Unlock Buildings. Dann habe ich die nämlich alle unlocked hier. Ist für Cheats ganz praktisch. Die Cheats sind übrigens eingebaut, die habt ihr im Hauptspiel auch. Funktionieren die meisten nur leider nicht von. U-Bahnhöfe habt ihr zum Beispiel im Hauptspiel nur den. Ich habe halt aus Mod noch solche U-Bahnhöfe. Fair-Terminals habt ihr zum Beispiel überhaupt nicht, weil die, dieses Symbol hier oben ist das, wie heißt das Ding nochmal? Irgend so ein fetter Mod, der hier ein paar Verkehrsteile hinzufügt. Da sind auch die dabei, zum Beispiel Pedestrian Paths, da können nur Fußgänger drüber laufen, also Fußgängerwege. Die habe ich hier zwischendrin zum Beispiel. Hier drin in diesen Wohnanlagen. Zum normalen Spiel, ich will euch jetzt das nur mal ein bisschen erklären alles, komme ich dann später. Der Highway, wie gesagt, ist ein Mod. Den finde ich eigentlich ganz cool, den Mod. Der ist zwar ein bisschen Fummelarbeit und funktioniert die Hälfte von nicht, aber er ist ganz cool. Weil normalerweise habt ihr diese Autobahn. Die funktioniert nicht. Also, sie funktioniert schon, prinzipiell. Man muss sie aber richtig bauen. Und das ist gar nicht so einfach. Also, ich würde es ganz lassen. Wenn, dann installiert euch diesen Mod. Das ist Realistic Highway Mod, glaube ich, heißt der. Und diese Autobahn, ja. Es gibt zwei Autobahnkreuzungen, wo ihr hier dann, die sind im Ding schon mit drin im Spiel, diese Autobahnkreuze, aber die funktionieren nicht. Also funktionieren bedingt, sage ich mal. Es kann sein, dass sie funktionieren, ich weiß nicht genau, was funktioniert und was nicht. Hier habe ich auch Schilder vom Highway Mod, kann ich auch hier rüberstellen, theoretisch. Ist recht cool, ist eine deutsche Autobahn, also passt zwar jetzt nicht ganz ins amerikanische Straßensetting, macht aber nichts. Da muss ich dazu noch sagen, diese Züge, Pipelines und so Sachen habt ihr im Hauptspiel auch nicht. Also es gibt keine Züge. Es ist recht lustig. Weil ich bin bei dem Spiel schon eigentlich seit Anfang an dabei. Seit der Version 2009. Die Züge waren von Anfang an im Spiel drin. Nur nicht freigeschalten. Ein paar Modder haben dann damals diese Züge freigeschalten. Also diese nicht, sondern andere Versionen. Haben dann diese Züge freigeschalten. Und dass man sie nutzen kann. Sie waren dann eigentlich nur Deko. Haben nicht funktioniert. Es gibt so unheimlich viel in diesem Spiel, was drin einprogrammiert wurde, aber nie freigeschalten wurde. Das buggt auch noch ein bisschen hier. Ich muss dazu sagen, das Spiel ist kompliziert, hat eine komplizierte Geschichte hinter sich. Das erkläre ich aber dann im Hauptspiel mal so nebenbei. So Sachen wie Fährverbindungen gibt es im Hauptspiel auch nicht. Also um das Spiel spielbar zu machen, müsst ihr euch auf jeden Fall diese Mods installieren. Ihr seht ja hier, wenn ich hier zum Beispiel auf Industriebüros, habe ich hier alles, was einen roten Rahmen hat oder was so ein bisschen anders aussieht, sind Modgebäude. Also ihr seht hier schon, da ist eigentlich fast alles Mod. Zum Beispiel diese ganzen Gebäude sind alles Mods, die es im Hauptspiel nicht gibt. Ist natürlich auch ein bisschen was dabei, was nicht funktioniert oder nicht so funktioniert, wie es soll. Aber das ist natürlich auch so eine Sache mit den Mods immer. Hier zum Beispiel ein Haufen Modgebäude. Also es gibt hier schon einiges. Das glaube ich zum Beispiel funktioniert nicht, dieses Gebäude. Da sieht man hier, sieht man das Gras durch.
Das ist ein bisschen suboptimal. Ich bin auch zu faul, die Mods rauszusuchen, die nicht funktionieren und die dann zu ersetzen. Also es gibt einen Haufen Sachen, aber naja. Ich habe auch irgendwo hier das One World Trade Center, glaube ich, und gucken, hier ist es. Da gucken. One World Trade Center. Immer schön. Ja, ich würde jetzt sagen, wir starten in eine neue Stadt. Denn diese Stadt bleibt eine Cheat-Stadt. Ich will eine Stadt gründen, die so geplant ist. Die Stadt funktioniert auch null, also ich habe minus 200 Bilanz und eine riesige Ressourcenübersicht. Dazu aber später. Ich mache jetzt mal zurück zum Hauptmenü. Stadt wird gespeichert. Ist übrigens auch eine gute Idee, immer zu speichern, weil das Spiel stürzt gerne mal ab. Ach, ich habe hier einen Resource-Mod auch drin. Wusste ich gar nicht. Cool. Und zwar will ich eine leichte Region, aus einem Grund. Ich habe es extrem lange nicht mehr eine Stadt im normalen Modus aufgebaut. Wenn, dann habe ich es einfach gecheatet. Werde ich da natürlich nicht machen. Allerdings muss ich da noch was dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ich würde gerne eine Seekarte vielleicht, Halbinsel nicht. Alten Wasserfälle vielleicht. Die könnten wir mal nehmen. Der hätte Öl, Wasser und Nutzland. Tourismus zwar nicht, aber das macht nichts. Können wir eigentlich mal nehmen. Ich weiß gar nicht, wie ich die Stadt jetzt nenne. Das müssen wir vorher festlegen. Ich würde jetzt sagen, ich baue mal mit deutschen Straßen. Wie nennen wir die Stadt denn? Ich bin absolut unkreativ, was sowas angeht. Habe ich dir schon mal erwähnt. Ich kann die leider später nicht mehr umbenennen. Deswegen muss ich die jetzt selber benennen fürs Let's Play. Tut mir jetzt leid, aber geht nicht anders. Wie nenne ich denn die? Ich nenne die jetzt, wie bei SimCity. So, jetzt starten wir mal mit einer neuen Stadt. Wie gesagt, ich habe schon lange nicht mehr eine neue Stadt von Grund auf aufgebaut. Und ich werde jetzt gleich, huch, putziger Wasserfall. Ich werde jetzt gleich mal eine Sache machen. Erstmal meine Kameraoption dahin schieben. So, erstmal, Cheats, Full Unlock Buildings. Ich werde diese Stadt von Grund auf aufbauen, aber mit allen Gebäuden freigeschalten. Jetzt ist die Frage, wie wollen wir die Stadt starten? Ich würde sagen, wir starten sie hinten am See. Deswegen baue ich jetzt mal eine einspurige Landstraße. Da habe ich auch eine grasbewachsene Straße, die brauche ich aber nicht unbedingt. Da habe ich einen Haufen Straßen, die Kreisverkehre funktionieren übrigens auch nicht, soweit ich weiß. Kann sein, dass sie funktionieren. Bin mir allerdings gerade nicht sicher. Dann bauen wir hier eine Stadtverbindung. Denn die ist, das seht ihr gleich, baue ich erstmal eine Straße rüber, die so ein bisschen sich ein bisschen durch die Ebene schlängelt, die dann hier an diesem Berg entlang geht und da langsam am Fluss entlang geht. Dann bauen wir uns mal eine erste Stadt. Okay, die Framerate ist gerade extrem Premium. Ich baue jetzt mal bis hier, weil die kostet natürlich auch Geld. Und dann habe ich hier dieses violette Gebiet ist belegt. Da kann ich praktisch keinen Straßenanschluss mehr bauen. Ich könnte jetzt zum Beispiel hinten dann noch einen weiteren Straßenanschluss bauen. Denn das ist auch wichtig wegen Fracht- und Passagiertransport. Ich werde jetzt erstmal anfangen. Natürlich, versteht sich von selbst. Rathaus brauchen wir auch natürlich. Erstmal ein kleines, das kann ich dann noch zu so einem fetten zum Beispiel auch upgraden. Das kostet aber natürlich auch Geld. Seht ihr ja, 20.000 Betriebskosten, während das Ding hier nur 500 kostet. Das brauche ich jetzt mal hier direkt. Baue ich das hier direkt an den See? Ne, Moment, ich mache da mal gleich ein bisschen Protzerei. So, gerade Straßen passt. Baue ich mir gleich so ein bisschen so einen Park davor. So, dann wird das hier so. Das wird dann später noch geändert. Ich bin so ein bisschen Schönbauer bei City6L, muss ich auch dazu sagen. So, hier haben wir dann unser Rathaus. Das gleich noch verbunden wird hier. So. Mal schauen. Hier kommt dann irgendwann mal, wenn wir das Geld dafür haben, ein Park rein. Ich möchte jetzt noch nicht viel Deko bauen, weil ich jetzt erstmal Geld sparen muss, sozusagen. Ich kann jetzt einen Zoning-Modus nutzen. Und es gibt hier verschiedene Methoden. Ich kann hier einen Einzelhaus-Modus schalten, da kann ich die ganzen Häuser einzeln platzieren. Das werde ich bei hoher Dichte auf jeden Fall machen. Aus Gründen, die ich dann später erwähne. Ich kann hier zum Beispiel einfach solche Wohngebiete ziehen. Ich kann hier, Moment, einfach so mit Dingens hier so ein Wohngebiet ziehen. Das geht auch.
Ich kann die so einzeln platzieren, dann wird hier einfach irgendein random Haus reingebaut. Oder ich ziehe die so. Ist also schon recht hübsch gemacht, muss ich sagen. Die Framerate geht gerade sogar. Das kann auch allerdings daran liegen, dass ich noch keine Einwohner habe. Ich würde jetzt sagen, ich baue die Stadt, wie gesagt, im europäischen Stil. Deshalb werde ich jetzt erstmal hier so ein paar Häuser bauen. Erstmal ganz mini klein anfangen. Okay, das war jetzt, glaube ich, schlecht. Das reiße ich mal wieder weg, weil sich die teilweise ein bisschen komisch platzieren, die Häuser. So, jetzt habe ich auch alles freigeschalten. Die kleinen Straßen werden später natürlich noch abgegradet. Versteht sich von selbst. Jetzt brauche ich erstmal ein paar Häuser. Momentan reicht auch die niedrige Einkommensschicht schon noch, weil wir haben hier 4 Einkommensschichten und ungelernte, qualifizierte Führungskräfte und Spitzenkräfte. Die brauchen wir dann später, wenn die Industrie hochqualifizierter wird. Wir haben jetzt natürlich nicht sowas wie ein Bildungsniveau. Wir haben zwar Bildung, die wichtig ist, um hier versorgt zu werden, aber wir haben kein Bildungsniveau, das von dem die Industrie abhängt. In diesem Sinne. Dann brauche ich erstmal ein paar Farmen. Ich habe doch hier Nutzland, oder? Erstmal eine Viehzucht bauen. Ich würde sagen, hier drüben bauen wir erstmal eine Viehzucht. So einen Bauernhof, so einen kleinen. Ich mache das mal anders. Ich baue das mal hier per Hand, sozusagen. Da kann ich nämlich die Dinger rund gestalten und die Felder eventuell ein bisschen europäischer, weil diese Kästchenfelder haben wir, ja gut, die haben wir, glaube ich, in Ostdeutschland sind die recht verbreitet, wenn mich nicht alles täuscht. Diese Kästchenfelder. Also diese riesigen, extrem riesigen Felder. Ich war nur einmal richtig im Osten, zwar in Berlin, Dresden, da haben wir das halt gesehen. Ich kann mich natürlich jetzt auch täuschen. Ihr dürft mich da auch eines Besseren belehren, wenn das nicht typisch für euer Land, für eure Bundesländer ist. Oh, voll zu groß. Ja, das ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn man die selber baut. Unterteile ich das Ding jetzt halt nochmal kurz. Wird das wahrscheinlich auch zu groß sein. Ja, sehen wir gleich. Ich schreibe mal kurz auf Pause, dass wir nicht noch mehr Geld verlieren. Weil das kostet ja alles Geld, ne? Huch! Ja, so war das nicht geplant. Normalerweise funktioniert das. Ach ja, ich sollte vielleicht auch das Ding wieder fortsetzen, sonst reißen sich die nie ab. Moment, das probiere ich mal nochmal. Wenn das jetzt buggt, muss ich es halt doch... Ja, okay, das buggt. Dann muss ich da umdisponieren. Dieses Riesending ist übrigens auch ein Mod. Normalerweise habt ihr nur diesen kleinen Abrissdingens hier. Ich kann ja dazu sagen, was Mods sind. Ich weiß natürlich nicht mehr alles. Was jetzt alles ein Mod ist und was nicht, das kann ich euch leider nicht mehr sagen. Huch, was ist denn hier los? Ach so, hier sind keine Ressourcen mehr. Das sind so ein bisschen die Ressourcengebiete aus dem City, so kann man die so ein bisschen bezeichnen. Baue ich das halt random. Baue ich hier so. Ich will die, wie gesagt, etwas entzerrter haben und nicht so zusammengepfercht. Ich muss da natürlich noch eine Straße rüberbauen, ne? Fällt mir gerade so auf. So, habe ich das ein bisschen... Ich bilde mir ein, dass es europäischer Stil ist. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Dann kommt hier mal nochmal eine einspurige Straße hier rüber. Oder ich mache das so, führe ich die hier vorbei. Man muss ein bisschen mehr mitdenken als bei SimCity, was man hier so baut. Ja, Brücken errichten Tutorial brauche ich leider keins. Ich bin Wandel des Tutorial bei dem Spiel. Ich muss dazu sagen, es gibt auch noch so ein paar Geschichten hier zu SimCity. Ich war tatsächlich mal in einem Forum aktiv, Cities XS Forum, das sich mit dem Spiel beschäftigt hat. Da habe ich auch diverse Stadtjournale und so Sachen. Also da erzählt man dann über seine Stadt, denkt sich ein paar so Geschichten aus praktisch. War ich auch aktiv unter dem Namen Code Red auch. Da habe ich auch Pauli kennengelernt, tatsächlich. Der war da auch aktiv, hat auch seine Städte hier gebaut mit. Wir hatten dann auch so eine Union, so eine Cities XS Union, die sich mit, ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Und zwar hatten wir da so ein Projekt, dass wir praktisch jeder eine Stadt mit einem Stadtjournal hier baut und die praktisch dann zu einer Union zusammenfassen, da ein paar Interaktionen miteinander, also so fiktive, so nach dem Motto, ja, die Stadt handelt jetzt irgendwelche Güter mit der Stadt, funktioniert zwar hier im Spiel nicht, aber wir haben uns das halt so zurechtgedacht.
War recht lustig eigentlich auch, muss ich sagen. Hat mir Spaß gemacht. Aber das Forum wurde dann genauso wie das Spiel hier von der Realität eingeholt. Industriegebiet baue ich mal hier hinten, würde ich sagen. Und die Tatsache, dass es damals noch kein Modding gab und das Spiel einfach so unheimlich schlecht programmiert war, hat dafür gesorgt, dass das Forum dann langsam ausgestorben ist und das Spiel dann auch im Endeffekt. Deswegen ist das existiert jetzt auch nicht mehr, dieses Forum. Moment, ich stelle mal kurz... Hallo? Ich will hier... nein, keine Bike Road, einspurig bitte. So. Baue ich mal hier ein bisschen Industrie. Produktionsgewerbe muss natürlich dann auch hin. Hier baue ich lieber gleich einspurige Straßen. Denn sonst habe ich hier gleich wieder Verkehrsprobleme, welche ich natürlich nicht haben möchte. Versteht sich auch irgendwie von selbst, dass man die nicht haben möchte. So, ich baue das jetzt mal so, weil ich hier hinten drüben... Unternehmensbranche fehlen benötigt Kraftstoff. Okay, kümmern wir uns dann drum. Ich brauche natürlich auch noch Strom und das ganze Zeugs. Aber erstmal auf Pause. Wir können Kredite aufnehmen. Und zwar haben wir hier oben ein Handelsmenü. Da können wir mit ich kann sogar mit meiner anderen Stadt handeln, theoretisch. Die hat aber nichts anzubieten. Mit Omnicorp, das ist so ein... Ja, der Welthandel praktisch. Mit denen kann ich handeln. Da kann ich mir dann Kredite aufnehmen oder allgemein alles handeln. Das funktioniert auch. So. Jetzt erstmal hier ein bisschen Produktionsgewerbe noch. Es ist wichtig, das brauchen wir. Denn die Industrien bauen alle so ein bisschen aufeinander auf. Jetzt brauchen wir aber erstmal Grundversorgung hier. Strom. Windrad? Würde ich sagen, passt. Es gibt ja auch keine Megawattangaben oder sonstiges. So ein kleiner Wasserturm, würde ich sagen, noch hierhin. Und Mülldeponie. Wo bauen wir das denn hin? Ich glaube, zum Industriegebiet hinten passt das ganz gut. Hier so gegenüber kommt dann mal eine Mülldeponie hin. Da baue ich jetzt mal eine Straße rein. Also bisher läuft es noch ganz gut. Das wird sich allerdings ändern. Fürchte ich. So, eine recht kleine Mülldeponie, wobei wir gleich noch eine zweite hinsetzen. Weil Müllentsorgung wird hier immer gebraucht. Gibt dann später auch noch kompaktere Methoden, um das zu bauen, des Zeugs. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir ins Plus kommen. Aber jetzt haben wir erstmal unsere Grunddinger. Kraftstoff werde ich jetzt... das sind keine Cheat-Gebäude, aber es sind logischere Gebäude, sage ich mal. Weil sonst müsste ich... Ich glaube, ich habe sogar Öl hier, oder? Weil da könnte ich das nämlich theoretisch auch verkaufen. Wenn ich hier so ein Ölfeld baue... Hinten könnte ich tatsächlich ein Ölfeld bauen. Dann könnte ich das theoretisch... Moment. Baue ich das mal hier. Das ist zu groß, okay. Dann baue ich hinten mal ein Ölfeld. Dann kann ich das nämlich verkaufen, weil wir haben dann einen Überschuss an Ölproduktion. Und haben Alter, 17.000 minus, bist du verrückt, Spiel. Jetzt sollten wir bald mal ins Plus kommen. Sonst wird das nichts. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt gleich pleite gehen. Versteht sich ja. Okay, die suchen ungelernte, qualifizierte Arbeitskräfte. Moment. Ich glaube, ich habe auch viel zu wenig Einwohner, ne? Moment. Das haben wir gleich, das haben wir gleich. Mittlere Dichte will ich nicht bauen. Das wäre ein bisschen übertrieben. Kann ich da... Nee, da steht ein Haus. Da kann ich nicht durch. Aber ich kann doch... In der Theorie hier hinten noch eine Straße durchbauen. Da baue ich hier mal ein paar Wohngebiete.